Hallo, meine lieben Birdrider, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Resident Evil. Ich habe den Knopf nicht gefunden, deswegen die dramaturgische Pause. Wir haben ein vollgestopftes Inventar, das dringend geleert werden muss. Deswegen gucke ich jetzt mal. Irgendwo muss hier ein Safe Room sein. Safe Room. Irgendwo muss hier der Safe Room sein. Mein Lieber. Aha, guck, da haben wir ihn schon. Und hier läuft sie. Die Resident Evil Safe Room Musik, ne? Ich habe ja in der vorletzten Folge noch drüber geredet, wie die Musik in dem letzten Speicherraum, in dem wir waren, sich so gar nicht anhört, wie das, was ich mit Resident Evil 4 Safe Room Musik verbinde. Und hier haben wir es. Das ist, wenn ich an Resident Evil 4 Safe Room Musik denke, denke ich entweder an Resident Evil 4 oder an das hier. An die Händlermusik oder an das hier. Das Medical Spray. Das im Englischen Fade heißt. Fade. Das Fade Spray. Okay, Fade. Capcom hat übrigens vor kurzem eine Abstimmung gemacht. Fans durften entscheiden, was der legendärste Satz aus einem Capcom-Spiel ist. Also die legendärste Textzeile aus einem Capcom-Videospiel. Und zur Abstimmung standen unter anderem Itchy Tasty aus Resident Evil und dann noch einige andere Sachen von Monster Hunter und so weiter und so fort. Und auch Objection, was im Deutschen sehr fragwürdigerweise als Moment mal übersetzt wurde von Ace Attorney, Phoenix Wright. Aber überraschenderweise stand nicht zur Auswahl Street Fighter. Shoryuken oder so. Nix aus Street Fighter. Dabei gibt's doch so viel. Na? Fand ich komisch. Aber gut, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Ratet mal, was gewonnen hat. Nein, nicht Itchy Tasty. Aber das habe ich. Also, hatte auch, finde ich, harte Konkurrenz. Gewonnen hat tatsächlich, und ich kann's verstehen, Objection! Weil das ist schon sehr legendary. Ne? Das muss man schon sagen. Itchy Tasty auch, aber Objection ist das Meme, ne? Es geht immer. Objection geht immer. Das Objection-Meme kann man immer reinposten in jede Online-Diskussion. Das ist perfekt. Und Capcom hat dann witzigerweise, fand ich wirklich sehr nice, Artworks gemacht mit den Verlierern. Also von jeder Franchise, die verloren hat, die zur Wahl stand, gibt es quasi so ein Objection-Bild, wo die Hauptfigur Mega Man und so weiter so, ne, die Objection rufen. Und unter anderem ist da eben auch so ein Resident Evil Zombie, das so Objection in den Raum reinruft. Ja, das ist eine coole Aktion. Muss ich schon sagen. Mein Gott, warte mal, ich muss das Buch nochmal kurz ablegen. Guck mal bitte drauf, wie das Buch in den Bildschirm reinwobbelt. Was ist denn da los? Das dreht sich sehr lustig. I take the red book. Let's have a look at the very, very red book. Check. And mate. Alle Seiten sind blank. Wofür ist das? Ich würde drauf tippen, dass es zum Schreiben ist. Nichts Wichtiges. Nichts Wichtiges. Ist das so ein unsichtbares Tinte-Ding? Brauchen wir da irgendwie Zitronensäure dafür? Wahrscheinlich ja halt irgendeine unsichtbare Tinte, wieder Erscheinlass-Chemikalie aus irgendeinem geheimen Superlabor.
Ich habe eine neue Chemikalie erschaffen, die kann Tinte verschwinden lassen. Somit kann ich meine geheimen Tagebücher endlich noch geheimer machen. Das einzige Gegenmittel ist das Speichelextrakt dieses überaus tödlichen Monsters, das den sogenannten Bossraum bewacht. So in der Art wahrscheinlich. Soll ich den Control Room Schlüssel mitnehmen? Ich nehme immer gern Schlüssel mit, auch wenn ich sie vielleicht noch gar nicht brauche. Weil es ist ärgerlich, wenn man zu einer Tür kommt und dann will man da reingehen und dann sagt die Tür so, nee, du kommst hier nicht rein. Und dann sag ich so, ach Tür, muss ich jetzt wirklich... Oh, Schlangenlianen! Muss ich jetzt wirklich extra zurück zur Kiste gehen und den Schlüssel holen? Und dann sagt die Tür, ja, ich bitte darum. Und dann sage ich, na toll, super, danke Tür. Das hat's jetzt gebraucht, Tür. Ich dachte, du warst mal cool. Ich dachte, wir sind Freunde, Tür. Aber nein. Die Tür bleibt einfach zu. Was ist alles groß hier? Aber das ist ein Gartenhaus. Okay, wir haben drei Türen zur Auswahl. Ich gehe mal einfach in die geradeaus. It won't move at all. Bewegt sich überhaupt nicht. Wird von der anderen Seite zugestellt oder so. Obscured. Verschrampelt. It's locked. Auf dem Schild steht 003. Dann ist das schon mal nicht James Bond. Oh oh, die Wespen kommen. Ich nehme noch schnell den Zimmerschlüssel. Wespen! It's locked. Okay. Wespen sind schon... Ich meine, weißt du, der T-Virus ist bei Wespen, glaube ich, auch schon wurscht. Oder Wespen sind schlimm genug. Ich glaube, man braucht nicht wirklich noch ein T-Virus, um Wespen schlimm zu machen. Ich kauf's dem Spiel sofort ab, dass die Wespen scheiße sind. Muss mir nichts weiter erklären. Vielleicht sind die nicht mal infiziert, ne? Vielleicht sind es einfach normale Wespen. Ich würde es glauben. Schauen wir jetzt mal schnell an, für welches Zimmer dieser Schlüssel ist. Für 002. Was für ein Zufall. Genau vor dieser Tür stehen wir nämlich. Ist wirklich ein Zufall. Ich wusste es wirklich nicht. Dass ich keine Ahnung von dem Spiel habe, habe ich mittlerweile hoffentlich etabliert. Nanu? Der Schlüssel ist jetzt nutzlos. Ich dachte schon, jetzt kommt eine Meldung, dass er gebrochen ist und ich muss im Labor der unsichtbaren Tinte noch Superkleber finden. Ich habe einen neuen Superkleber entwickelt. Damit kann ich die unsichtbar gemachten Seiten meines Buches nun auch endlich verkleben, damit sie noch geheimer werden. Niemand wird nun meine geheime Kennwörter lesen können. Es sei denn, er holt sich die Gallenblase des unglaublich tödlichen Zombie-Walrosses, das ich im Bossraum Nummer 2 aufbewahrt habe. Pflanze 42. Report. 4 Tage sind vergangen seit dem Vorfall und die Pflanze an Position 42 oder so wächst irre schnell. Sie wurde vom T-Virus anders beeinflusst als andere Pflanzen und hat einzigartige Formen und zusätzliche Größe erlangt. Wenn man sich anguckt, wie sich diese Pflanze verhält, ist es jetzt ziemlich schwer festzustellen, welche Art von Pflanze es früher einmal gewesen sein mag. Es gibt 2 Arten, in welchen Pflanze 42 Nährstoffe zu sich nimmt. Die erste ist durch die Wurzeln, die unter den Keller sich gebuddelt haben. Direkt nach dem Vorfall ist ein Wissenschaftler verrückt geworden und hat einen Wassertank zerbrochen im Keller. Und jetzt ist der Keller voller Wasser. Es ist sehr gut vorstellbar, dass einige chemikalische Elemente ins Wasser gemischt wurden bei diesem Vorfall, die das schnelle Wachstum von Pflanze 42 begünstigt haben. Ein weiterer Part von Pflanze 42s
But another part of plants from the basement grows through. Ach so, ein weiterer Teil der Pflanze 42 aus dem Keller wächst durch die. Durch die Schächte und Kabeldinger und Löcher aus der Decke und so weiter und so fort im ersten Stock. Viele Lianen kommen aus den Bulbs. Sind das wirklich Glühbirnen? Meinen die damit wirklich Glühbirnen? Und sie sind die zweite Ressource für Nahrung für Pflanze 42. Sobald diese Bewegung wahrnehmen, schießen die Lianen von Pflanze 42 aus den Löchern und attackieren ihre Beute. Dann beginnt es, ihnen Blut abzusaugen, indem es die Sauger benutzt, die an der Rückseite der Liane zu finden sind. Sie ist außerdem ziemlich intelligent. Sie hat die Tür verbarrikadiert, indem sie ihre Lianen darum geschlungen hat. Irgendwann stelle ich es noch auf Deutsch. Irgendwann. Vielleicht den zweiten Teil. Vielleicht den ersten nicht mehr. Schauen wir mal. Vor allem, wenn es Beute gefangen hat oder gerade schläft. Einige Teammitglieder sind der Pflanze bereits zum Opfer gefallen. 21. Mai 1998. Henry Sarton. Pflanze 42 Report zu den Files geedit. Claire, geh mal weg da. Gehen wir mal kurz noch ins Badezimmer. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Da wäre ich aber auch sauer, hey. Wenn ich gerade auf dem Klo sitze, dann kommt da plötzlich jemand rein und schießt auf mich. Fände ich auch nicht so gut. Vor allem den Schießen-Part. Ich weiß nicht, ob ich die Person dann gleich ins Bein beißen würde. Aber ja, ich hab Empathie mit diesem Zombie. Sagt eigentlich der Zombie oder das Zombie? Ich sag nämlich meistens der Zombie, glaube ich. Oder sage ich das Zombie? Ich weiß nicht mal mehr. Ich sag's mal so. Keine Ahnung. Aber es gibt Menschen, die haben eine sehr starke Meinung, wenn es darum geht, welches Pronomen ein Zombie hat. Lese ich unter meinen Videos immer wieder. Ich glaube, wenn ich das Zombie sage, dann kommen alle und sagen, das heißt aber der. Ich glaube, so ist es. Keine Ahnung. Der, die, das. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Frag halt nicht so dumm. The Ladder, willst du runterladdern? Laddern wir runter. Oh Gott, was ist denn hier mit der Musik los? Jetzt wird's aber unheimlich. Immer diese Ecken, ne? Das ist schon auch schön gemacht. Immer diese Ecken und man sieht nicht, wo man gleich hingehen wird. Eine Kiste ist im Wasser. Eine Kiste ist durchnässt. Hey, hey, hey. Eine Kiste ist im Wasser, eine Kiste ist durchnässt und jetzt sind zwei Kisten schon im Wasser. Hoffentlich ist da nicht irgendwie... Hoffentlich ist das Becken nicht mit Cola gefüllt und die Kisten sind voller Mentos. Oder, ich glaube... Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, warte mal, muss ich, glaube ich, die Kiste erst nochmal in die andere Richtung schieben. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist wahrscheinlich dieses Becken aus Cola und diese Kisten sind aus Mentos. Was meint ihr, warum am Schluss die Villa plötzlich explodiert? Dauert nur ein bisschen, bis sich die Kohlensäure durch die Holzkiste gefressen hat, aber dann, ne, boom. Jetzt haben wir das Rätsel gelöst. Chill bereitet hier das Ende der Spencer-Villa vor.
Ob sie weiß, was sie da tut? Bestimmt. Die war immerhin super Elite-Militärfrau. Die weiß genau, was sie da macht. Die MacGyvert sich jetzt hier die ultimative Bombe zusammen. Ein Brunnen aus Cola. Wenn ich jetzt eine Kiste voller Mentos... Bingo! Dann noch ein bisschen Kaugummi dran und bam, hat sie einen Panzer. Okay, chill. Ich glaube, das haben wir gut gemacht. Jetzt nur noch den Nippel durch die Lasche ziehen. Und Aquaplacci. Meine Lieblingspizza. Nehme ich überhaupt ein grünes Kraut mit, jetzt mal ehrlich, ey? Ja, okay. Nix verkommen lasse. Man kann auch in Resident Evil 1 schon zwei grüne Kräuter zusammenmischen zu einem Doppelkraut, oder? Doppelkraut. Das würde ich, wenn ich im Resident Evil Universum leben würde, würde ich das machen. Ich würde einfach Doppelherz Hardcore plagieren und würde Doppelkraut machen. Doppelkraut mit der doppelten Heilkraft von grünem Kraut. Und ne, ich würde dann so tun, als ob das irgendwie voll gut wäre, aber in Wirklichkeit wissen wir alle, dass Trippelkraut oder Rotkraut, Grün-Rotkraut viel besser ist als Doppelkraut. Aber ne, Marketing, das ist alles eine Frage des Marketings. So, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Aus welchem Holz genau sind denn eigentlich diese Stühle und Tische, dass die da einfach so hardcore im Wasser stehen? Oder sind die so festgeschraubt einfach am Boden? Kann schon sein. Eieieiei. It's locked. There is no keyhole. Aha, Control Room Key haben wir benutzt. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Sofort verbrennen, anzünden, weg damit. Nimm mir nur wertvollen Inventarplatz mit. Weg, nicht mit. Wäre gut, wenn ich mir Inventarplatz mitnehmen würde. Dann wäre es ein guter Schlüssel. Schwimmt hier einfach ein Heimgartenhäuschen rum. Es ist ein bisschen weird alles, ne? Da ist dein Hebel. Willst du ihn bewegen? Tja, hi. Jetzt will ich dich mal noch schwimmen sehen hier ohne Wasser. Es hat sich ausgeheilt. Oh, das war's. Okay. Da ist ein Knopf. Willst du ihn pushen? Ja. Im Raum gegenüber ist etwas passiert. Ein Geräusch hat sich ereignet. Eieiei. Dieser Hai, den wir da gerade bekämpft haben, war übrigens von der Resident Evil Lore her relativ besonders, weil das ist, glaube ich, wirklich so ziemlich bis heute, ne? Also wirklich insgesamt in der ganzen Resident Evil Reihe die einzige Kreatur, die mit dem T-Virus infiziert war und dann trotzdem schwanger geworden ist und lebenden Nachwuchs zur Welt gebracht hat. Wenn man jetzt Chi mal nicht mitrechnet, und ich meine, Chi ist ja auch mit einem Chi-Virus infiziert, ne? Aber... ja, genau. Ist schon was Besonderes.
Ich meine, gut, ne? In Dead Aim oder welchem Teil war es, gibt es diese komischen Tentakeldinger, die fliegende Babyköpfe spucken, ihren eigenen Nachwuchs. Aber zu dem kommen wir noch. Für heute machen wir jetzt erstmal Schluss. Der Hai ist entwässert, das Gartenhäuschen ist entgärtnert und die Pflanze hat ihren Wasserspeicher verloren. Eine der beiden Nahrungsquellen haben wir also geraubt. Jetzt dürfen wir uns nur nicht von ihr essen lassen und dann sollte eigentlich alles glatt gehen. Super cool. Danke, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut. War mir wie immer eine Ehre. Arrivederci. Ciao.